Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Rechnen mit ganzen Zahlen. Konkret geht es um drei Rechnungen mit Beträgen. Zur Erinnerung, der Betrag einer Zahl ist ihr Abstand vom Ursprung. Der Betrag einer positiven Zahl ist daher einfach die Zahl selber. Der Betrag einer negativen Zahl ist ihre positive Gegenzahl. Beträge können daher nie negativ werden. Um entscheiden zu können, wie der Betrag eines Ausdrucks tatsächlich lautet, muss ich also zuerst wissen, welche Zahl zwischen diesen Betragsstrichen steht. Ich muss also zuerst die Rechnungen ausführen, um dann den Betrag tatsächlich anwenden zu können. Legen wir einfach los. Beispiel A. Der Betrag von minus 2 minus 5. Ich berechne also zuerst minus 2 minus 5 zu minus 7. Minus 6 mal, und auch diese Betragsstriche, die nun folgen, setzen eine Art Klammer. Wir müssen zuerst den Inhalt dieser Klammer berechnen. 8 minus 2 mal 5. Machen wir es im Kopf, aber bitte berücksichtige, dass Punkt vor Strichrechnung gilt. Also 2 mal 5 ist 10. Wir haben 8 minus 10 vor uns. Und 8 minus 10 ist minus 2. Es ist also der Betrag von minus 2 zu berechnen. Und schließlich folgt ohne Betragsstriche minus minus 3 und minus minus 3 wird zu plus 3. Berechnen wir die einzelnen Beträge. Der Betrag von minus 7 ist plus 7. Minus 6 mal den Betrag von minus 2, der ist plus 2. Und das plus 3 folgt. Wir haben also konkret 7 minus 12 plus 3. Beziehungsweise 7 plus 3 ist 10, minus 12 ist minus 2 als Ergebnis. Kommen wir zu Beispiel B. Hier sind die Betragsstriche anders verteilt. Der Betrag von minus 2 wird zu plus 2. Der Betrag von 5 bleibt 5. Wir müssen diesen Betrag allerdings subtrahieren. Minus 6 mal den Betrag von 8. Auch das bleibt einfach 8, wenn ich den Betrag anwende. Minus 2 mal 5 und Betrag davon. 2 mal 5 ist 10. Betrag von 10 ändert sich nicht, ist 10. Minus minus 3, hatten wir schon in A, ist plus 3. Also zusammengefasst, 2 minus 5 minus 48 minus 10 plus 3. Konkret rechne ich in der Reihenfolge zuerst Addition, dann Subtraktion. 2 plus 3 ist 5, minus 5 ist 0, minus 48, minus 58 ist das Ergebnis dieser Rechnung. Und schließlich Beispiel C. Hier haben wir nur einen einzigen Betragsstrich. Minus 2 minus 5, was wir berechnen müssen, wird zu minus 7, ohne Betrag wie gesagt. Minus 6 mal, die folgende Klammer hatten wir auch bereits im Beispiel A. 8 minus 2 mal 5 war minus 2. Wir müssen nur in diesem Fall keinen Betrag davon nehmen. Und der einzige Betrag, der zu berechnen ist in diesem Beispiel, ist der Betrag von minus 3. Der Betrag von minus 3 ist plus 3. Und wir erhalten an dieser Stelle ausnahmsweise einmal minus 3 statt plus 3. Zusammen ergibt das minus 7. Minus 6 mal minus 2 plus 12 minus 3. Also 12 minus zusammen 10 und damit plus 2. Und mit diesem letzten Ergebnis ist das Beispiel auch schon insgesamt gelöst.